Herzlich willkommen aus Las Vegas. Hier meldet sich Tobi zum letzten Mal und diesmal wieder aus der Suite von Pius Hainz. Pius, erstmal herzlichen Glückwunsch und ja, es war eine tolle Leistung gestern. Schön, dass du Champion für Deutschland geworden bist. Pius, wie fühlst du dich eigentlich gerade? Versuch das mal zu beschreiben. Ja, danke dir auf jeden Fall erstmal. Wie ich mich fühle, ja, ich bin natürlich sehr glücklich. Gestern war also ziemlich der beste Tag meines Lebens bis jetzt. Also es ist ein Traum, der wahr geworden wird. Da träumt irgendwie jeder Pokerspieler von Main Event Champion zu werden und es ist halt einfach nur Wahnsinn. Aber ja, gleichzeitig auch total unglaublich. Also wie ist das Gefühl gewesen in dem Moment, als der River gedealt worden ist und es war klar, dass du Champion bist? Was ist in dem Moment durch deinen Kopf gegangen? Ja, ich habe einfach, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich in dem Moment gedacht habe. Wahrscheinlich einfach nur sowas wie sick oder so. Und ich bin dann einfach nur sofort zu meiner Way halt und bin dann so in einer riesigen Traube von Armen verschwunden. Also ich glaube, man hat mich dann gar nicht mehr richtig gesehen. Ich habe auch kaum noch mehr Luft bekommen und alle wollten mich umarmen und drücken und überhaupt. Und ich habe nur noch Schreie und alles gehört. Und es war eine grandiose Leistung. Viele Leute haben dich überall auf der Welt angefeuert. Was hast du heute Nacht gemacht? Was hast du gleich nach dem Sieg gemacht? Noch Zeit gehabt zu feiern? Ja, ein bisschen. Also ich bin erstmal auf meine Suite gegangen mit ein paar Kumpels und habe versucht, das Ganze mal ein bisschen einsinken zu lassen, mal eine halbe Stunde ruhig zu machen, also nachdem die ganze Mediengeschichte vorbei war, die ganzen Interviews, ganz viele Leute wollten Fotos machen, Autogramme haben und so weiter. Und ja, dann waren wir halt noch hier in der Suite. Meine ganze UL war quasi da und dann haben wir hier noch ein bisschen was getrunken, noch ein bisschen was gefeiert. Ich habe gesehen, auch Jonathan Duhamel war hier, Jungle Man war hier, also auch sehr gute andere Pokerspieler. Wie ist es dann gewesen nach dem Sieg? Hast du jetzt erstmal auch keine Lust mehr, sozusagen den ganzen Medienrummel zu haben? Willst du dich jetzt erstmal ausruhen? Machst du Urlaub? Wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus? Ja, ich glaube, Urlaub bekomme ich jetzt erstmal leider noch nicht, auch wenn ich sehr gerne hätte. Aber ja, ich glaube, so die nächsten paar Wochen werden auf jeden Fall ein bisschen stressig. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Tage, wo ich wirklich mal wo ich Zeit habe zum Pokerspielen, weil ich bin ja immer noch Pokerspieler eigentlich und es macht mir nach wie vor noch Spaß und das wird dann cool, wo ich halt dann nochmal die paar Tage Poker spielen kann, also German High Roller spielen kann, EPT Prag spielen kann und ja, dann ist auch schon bald Weihnachten und dann halt ein bisschen das ruhiger angehen lassen, aber davor wird es, glaube ich, sehr, sehr viel zu tun geben. Ja. Du bist jetzt nun der Champion, hast du auch Fernsehauftritte? Was machst du nächste Woche? Ja, Fernsehauftritte gibt es jetzt auch. Also ich glaube, bei Stern TV werde ich zu sehen sein und TV Total werde ich auch sein. Mhm. Und ja, da wird es schon ein paar TV-Auftritte geben auf jeden Fall. Ja. Lass uns kurz über den Final Table sprechen. Du bist im Heads-Up gegen Martin Staszko gewesen. Was war der entscheidende Moment letztlich, der dir zum Sieg verholfen hat? Was glaubst du, was war der Turning Point? Ja, die Ass-Dame gegen Dame-9-Hand war auf jeden Fall die entscheidende Hand. Weil das war auf jeden Fall mit Abstand der größte Pot, den wir gespielt haben. Ich glaube, ich war all-in für 80 Millionen oder so, das heißt 160 Millionen Pot bei knapp über 200 Millionen, die im Spiel sind. Also ja, die Hand war natürlich entscheidend und wer halt die Hand gewinnt, der gewinnt meistens das Event. Bist du zufrieden mit der Art und Weise, wie du diese Hand gespielt hast? Ja, bin ich schon. Also ich habe mir halt überlegt, dass halt auf dem Board es eigentlich kaum Hände gibt, die halt seine Limb Calling Range smashen. Ich hatte ein bisschen Sorge, weil ich eigentlich dachte, dass, weil ich so wenig seiner Limbs gepunished habe, weil ich nie eine Hand hatte, mit der ich machen konnte, dachte ich eigentlich, dass er, also das hat mir Sorgen gemacht, weil ich dachte, er wird erwarten, dass quasi der Flop meine BB Raising Range eigentlich crushed. Deswegen war ich ein bisschen in Sorge, aber ich dachte mir halt, es gibt halt, also die einzigen Hände, die ich mir mit Kreativität überlegen könnte, die er da haben kann, sind König 7 und 10-7. Und die sind jetzt auch nicht so extrem likely. Also 10-7 müsste auf jeden Fall schon ziemlich gut sein bei den Stacks. Das ist überhaupt Limp Call, Preflop und König 7 eigentlich auch. Und dann hast du einfach nicht mehr so viele Combos von Value-Händen, die er da haben kann. Das heißt, er hat meistens Combo-Draws oder Bluffs. Und deswegen bin ich halt auch hingegangen und ja, hat funktioniert. Ja, du hast definitiv während des ganzen Final Tables Eier gezeigt, auch in der Hand, wo du Staszko am River check raised und deinen Two-Pair in einen Bluff verwandelst. Warst du dir sicher, dass er da auch sowas wie einen Jack folden kann oder wieso hast du diesen Move gemacht? Ich habe gehofft, dass er sowas wie einen Jack foldet. Ich weiß nicht genau, ob das Spiel so geil war, wie ich in dem Moment dachte. Keine Ahnung, muss ich immer in Ruhe drüber nachdenken, aber in dem Moment kam es mir relativ schlau vor, weil ich halt dachte, er hat so gut wie keine Flushes in seiner Range und ich würde auch mit, wenn ich einen Flush habe, ich kann auf jeden Fall deutlich eher einen Flush haben, als er es kann und ich würde halt in dem Spot auch den River oft check raisen für Value halt, weil er halt eigentlich dann auch sehr gut viele Hände Value betten kann. Also ich glaube, er hat oft so eine Hand, was war das Board, ich glaube 8, 9,
8, 9, Dame, 10. Ich glaube, er hat dann oft noch so eine Hand wie irgendwie Bube 9, Bube 10, solche Geschichten, die er, oder auch Top 2 oder sowas. Oder Top und Button, Bottom oder sowas, die er halt dann eben noch Value Bet dann halt auf Shove folden muss. Ja, es erfordert auf jeden Fall einiges, da so einen Player am Final Table im Heads-Up durchzuziehen. Also Glückwunsch dazu. Das kam übrigens noch dazu, dass ich dachte, es ist irgendwie die sechste Hand vom Heads-Up oder so. Und ich glaube nicht, dass das Leute, selbst bei mir, wo ja alle denken, ich bin crazy und bla bla bla, glaube ich irgendwie nicht, dass die Leute erwarten, dass man in der sechsten Hand vom Heads-Up all-in blufft, wenn man noch überhaupt keine Ahnung vom Gameflow und so weiter. Das heißt, das habe ich so ein bisschen noch als Leverage versucht zu nehmen, dass er halt jetzt nicht glaubt, ey, der will doch jetzt nicht hier schon nach sechs Händen im Heads-Up schon rausfliegen mit einem großen Bluff und dass ich dadurch halt noch ein bisschen mehr Credit kriege. Ja. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Vielen Leuten im Live-Ticker und auch beim Stream-Schauen ist aufgefallen, dass Stashko einen extrem starken Teller hatte. Angeblich soll er jedes Mal, wenn er eine starke Hand gehabt hat, einen großen Chip-Stapel rausziehen und jedes Mal, wenn er geblufft hat, kleine Chips und die sich dann zusammengebaut haben. Hast du das selber bemerkt oder hat das irgendwelchen Einfluss auf dein Spiel gehabt? Nee, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich selber nicht bemerkt, aber es ist auch schwieriger für mich als für die Leute zu Hause, weil ich kann ja die Holdcards nicht sehen und gut, klar, wenn wir neuhändig spielen und so, da hast du halt sehr, sehr viel Downtime, weil du nicht in jeder Hand bist, dann kannst du auch zwischendurch mal aufstehen zu deiner Whale gehen und sagen, ey, was hatte der da, was wir alle gemacht haben. Mhm. Aber Heads-Up spielst du halt jede Hand, du hast während du spielst eigentlich gar keine Möglichkeit mit deiner Whale zu sprechen oder halt mal dich über Hände zu informieren, also es ging dann wirklich nur an der Pause ganz kurz. Habe ich da sehr wenig Informationen gehabt. Ich habe gedacht, dass ich einen anderen Teller hatte. Der war manchmal richtig, manchmal war er auch falsch. Ich glaube aber trotzdem, dass es einer war. Was war das? Das war, dass er, wenn er schwach war, also wenn er gesetzt hat, wenn er gesetzt hat und dann mich nicht angeguckt hat, also wenn ich ihn angeguckt und nicht zurückgeguckt habe, dann hat er irgendwie immer auf Race gefoldet. Mhm. Oder zumindest, ich glaube, es war irgendwie sechsmal gefoldet, einmal so lang gegangen. Mhm. Da hatte er aber auch einen Bluff. Ja, also das war so eine Sache, wo ich dachte, dass ich da noch einen Teller auf ihn hatte. Also letztlich hat alles ja Gott sei Dank ein gutes Ende genommen und ich wünsche dir im Namen unserer ganzen Community alles Gute für die Zukunft und wünsche dir einen schönen Urlaub und danke für das Interview. Ja, gerne, danke.